die Leinen los, wir gehen mit Gott auf große Fahrt. Anker rein, hol den Anker rein, gesegnet sei der Start. Gottes Liebe sei bei uns auf unserer Reise, dann können wir eine wunderbare Mannschaft sein. Jeder packt mit an auf seine eigene Weise, so erreichen wir das große Ziel. Und darum Leinen los, mach die Leinen los, wir gehen mit Gott auf große Fahrt. Anker rein, hol den Anker rein, gesegnet sei der Start. Gottes Liebe ist bei uns auf unserer Reise, wenn uns mal gar nichts gelingt und wir den Mut verlieren, wenn wir allzu laut sind oder auch zu leise und dann jemand sagt, du, ich bin hier. Und darum Leinen los, mach die Leinen los, wir gehen mit Gott auf große Fahrt. Anker rein, hol den Anker rein, gesegnet sei der Start. Gottes Liebe bleibt bei uns auf unserer Reise, so können wir füreinander einfach Segen sein. Und wir spüren auf geheimnisvolle Weise, wir sind deine Kinder, guter Gott. Und darum Leinen los, mach die Leinen los, wir gehen mit Gott auf große Fahrt. Anker rein, hol den Anker rein, gesegnet sei der Start. Liebe Kommunionkinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Paten unserer Kommunionkinder. Bevor ich es vergesse, zunächst einmal möchte ich euch, den Kommunionkindern, ganz, ganz lieben Dank sagen für diesen Gruß, den ihr mir geschickt habt, mit den Bildern, den Aufnahmen. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Und danke sagt natürlich auch das Kommunionleitungsteam und all die, die euch beim Weggottesdienst begleitet haben. Ganz lieben Dank nochmal. Ja, jetzt stehe ich hier in der leeren Kirche. Und eigentlich wäre am 26. April, dieses Datum kann ich mir persönlich gut merken, am 26. April würde ich mit euch eure Erstkommunion hier feiern. Mit euren Eltern, euren Paten, all euren Freunden. Tja, ihr wisst, daraus wird erstmal nichts. Ja, Leinen los. Ihr habt es von Miriam und Franziska ja gerade gehört. Mit Gott auf großer Fahrt. Das ist unser Motto gewesen. Leinen los, mit Gott auf großer Fahrt. Vielleicht erinnert euch ja an die Geschichte von Jesus. Da macht er sich mit seinen Jüngern auf den Weg, auf den See. Das Wetter ist schön, das wird eine schöne Bootspartie. Aber plötzlich dann ein Wind, ein Sturm und eine Gefahr für alle. Ihr könnt euch erinnern, was die Jünger zunächst gemacht haben. Die haben nach Leibeskräften haben die gerudert, um ihr Boot sicher zu bekommen. Keiner von denen hat aufgegeben und sagt, das hat eh keinen Sinn mehr. Sie haben gerudert aus Leibeskräften. Tja, einen solchen Sturm erleben wir, liebe Kinder, jetzt auch. Dieser Sturm heißt Corona. Und ich erlebe ganz, ganz viele, die auch ordentlich gegen anrudern, die Distanz halten, die aufmerksam sind, die Verbindung miteinander halten. Zusammen spüren wir in diesen Tagen, dass wir in diesem Sturm, der da Corona heißt, eine ziemlich starke Gemeinschaft sind. Ja, und hinten im Boot liegt Jesus, er schläft und tut so, als ob ihn das gar nichts angehen würde. Die Jünger rudern und irgendwann schreien sie, Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Und da steht Jesus auf und fragt sie, warum habt ihr solche Angst? Ich bin doch schließlich bei euch. Ja, und dann steht er auf, gebietet dem Sturm einzuhalten und schon ist Ruhe. Und die Jünger spüren, solange dieser Jesus in unserer Nähe ist, kann uns eigentlich nichts passieren. Ja, liebe Kinder, dieses Fest wollen wir trotzdem feiern. Ich kann euch noch nicht sagen, wann, aber wir werden das Fest mitten mit euch feiern. Und manche Mütter haben Angst, dass ihr dann aus euren Kommunionkleidern rausgewachsen seid. Macht nichts, dann kommt ihr in den Kleidungen, die euch wirklich gefallen, in denen ihr euch wohlfühlt. Ich freue mich mit euch auf das große Fest, denn dann heißt es Leinen los mit Gott auf großer Fahrt. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Leinen los, mach die Leinen los, wir gehen mit Gott auf großer Fahrt. Anker rein, hol den Anker rein, gesegnet sei der Start.